Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind da, wo wir letztens aufgehört haben. Wir sind bei Folge 157. Und wir müssen immer noch die neuen, die wütenden Zermalmer, heißen sie? Zermalmer töten. Schon ein Strunkzettel, ja. Wir haben schon 29% vom Level. Das heißt nicht mehr lange und wir sind nicht mehr in Nagland. Wir sehen was anderes von der Scherbenwelt. Aber das dauert noch ein bisschen. Oh, das gibt Kopfweh. So. Sehr schön. Ach so, die müssen wir stoppen. Ja, sie müssen wir stoppen. Hätten wir schon gewundert. Was habt ihr denn alles Schönes zum Nikolaus bekommen? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich gar nichts bekommen. Ich habe mir nichts gekauft. Also habe ich auch nichts bekommen. Außer Schokolade, aber Schokolade mag ich nicht so gerne. Von daher. Aber ich persönlich lege gar nicht so viel Wert auf irgendwas. Was Nikolaus angeht. Also, weiß nicht, muss ich nicht unbedingt haben. Ich hatte letztens mit einer Kollegin gesprochen, die Kinder hat. Und erzählte mir, dass die Kinder jetzt unbedingt alle einen Spielzeugkalender haben müssen. Und tolle Sachen zum Nikolaus bekommen müssen. Ich weiß damals, als ich jünger war, gab es auch tolle Sachen zu Nikolaus. Also jetzt keine Spielsachen oder so. Ich habe meistens zu Nikolaus irgendwas Süßes bekommen. Obst habe ich bekommen zu Nikolaus. Und je nachdem, wie großzügig der Nikolaus war, oder meine Eltern, habe ich ein Buch bekommen. Aber viel mehr war auch nicht drin. Und mittlerweile, wenn ich so gucke, oder was ich so mitbekomme, ich bekomme Spiele hier, PlayStation-Spiele, Nintendo-Spiele, Xbox-Spiele, alles Mögliche. Wo ich denke, wow, das hast du nicht bekommen. Na gut, zu dem Zeitpunkt gab es zwar auch Konsolen, aber die Spiele waren dementsprechend teuer. Von daher habe ich dann vielleicht ein Spiel zu Weihnachten bekommen. Aber nicht zu Nikolaus. Hätte ich, wenn ich ehrlich bin, auch gerne. Aber gut. Jetzt, wenn ich was haben will, muss ich mir das kaufen. Aber zurück hierzu. Ich glaube, es ist mittlerweile auch wieder Nikolaus hier. Praktischerweise gibt es hier noch keinen Ingame-Kalender, wo ich immer gerne drauf gucke. Ich weiß gar nicht, ob man der Ingame-Kalender kam. Ich glaube mit WoTLK, glaube ich. Oder mit Katane. Ich glaube mit WoTLK kam der Ingame-Kalender. Hier gab es dann ein tolles Guild Event Manager. 24.12. Okay. Gut.
gut. Als ich damals PC gespielt habe und so, also überlege, habe ich viel Zeit hier verbracht. Viel mehr als jetzt. Oder konnte ich auch noch, also da hatte ich quasi auch noch Zeit. Aber dann teilweise Weihnachten hier gefeiert, Neujahr, Silvester war auch sehr schön, mit Feuerwerk im Sturmwind. Ja, das war halt so. Hört sich ein bisschen traurig an, ne? Wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt. Aber gut. Ich finde doof, wenn es so kleine Gebiete gibt, wo die Mobs sind, weil die teilweise nicht so schnell respawnen, wie man die töten kann. Und wenn man dann noch 15 Dinger davon braucht. Und ich mag es nicht, wenn man Akku zieht. Mittlerweile höre ich das fast gar nicht mehr, das Rumgeknalle von meiner tollen Trompeten, von meinem Trompetenschussgewehr. Aber nur noch fast. Ich fand das toll, als man das dann transmoggen konnte zum Bogen. Tja, aber das können wir hier noch nicht. Wir müssen mit dem Knallen leben. Sehen die denn aus, die tollen Kerne? Sind sie nicht. Na toll. Ich dachte, die sehen jetzt besonderer aus oder so. Was für so ein Elementarsplitter gewesen. Irgendwie sowas. Oder Essenz. Für NHCs. Gut, Mechaniker, muss ich mal gucken. Hier, dann ist da Mechaniker, ne? Ja, gut. Das wird schwierig, weil da muss man hinfliegen. Und fliegen kann man nur mit 70. Von daher. Eher nichts für uns. Wir kommen auch noch in den Genuss, glaubt mir. Was wir da noch hier so machen? Hier ist das mit den Wassergeistern, wo man auch die Leichen verbrennen musste drumherum. Den wieder. Ah, da ist einer wieder respawned. Sehr schön.
Okay, direkt looten Kirschner. Holen uns den nächsten. Das klappt der hier wie am Schnüger. Schön. Ich finde immer, die Wölfe sehen aus, als wenn die Hüftschäden hätten. Was ich auch irgendwie, ja, hier vermisse, was auch noch cool wäre, was man hier machen könnte, wäre Haustierkämpfe. Das fand ich auch sehr cool, als sie das eingeführt hatten. Weil WoW ist so ein MMO, das hat alles. Es gibt ja manche MMOs, die sind darauf ausgelegt und manche MMOs sind darauf ausgelegt. Mehr WoW ist, das hat von allem etwas. Muss man sagen, also. Ich denke, darum ist das immer noch eins der, oder mit eins der besten. Weil ich habe bis jetzt nie irgendwas gesehen, was wirklich vergleichbar ist, wo man sagen könnte. Oder damals hieß es immer, der WoW-Killer kommt. Star Wars Online, der WoW-Killer. Dann hat man dann 2 Monate Star Wars Online gespielt, der WoW-Killer, und dann kam man wieder zurück. Dann kam Age of Conan, der WoW-Killer. Man hat 1 Monat auf 2 gespielt, dann kam wieder zurück. Dann kam... Was kam denn noch? Ion, genau. Der WoW-Killer. Bessere Grafik. Besseres Gameplay. Man hat 1-2 Monate gespielt, kam wieder zurück. Es war immer so. Dann Guild Wars. Guild Wars war immer im großen Konkurrenzkampf in WoW. Entweder hat man Guild Wars gespielt oder WoW. Dann kam Guild Wars 2 und haben gedacht, oh, jetzt ist es vorbei mit WoW. Tja. Man hat sich gekauft, ein bisschen gespielt, war wieder weg. Also wieder zu WoW. Die, die von WoW zu Guild Wars gewechselt haben, um zu gucken oder zu spielen. Das war leider so mit allen Spielen. Aber es gibt ja super viele MMOs. Dann kam Wildstar. Was ich lustig finde, viele Spieler, die dann kostenpflichtig am Anfang waren, wo man zahlen musste, um zu spielen, wie ähnlich wie bei WoW, sind im Nachhinein alle Free-to-Play geworden. Wie zum Beispiel, jetzt das letzte war, glaube ich, wirklich Wildstar, wobei ich mir nicht sicher bin, weil das ist das, was ich letztens mir angeguckt hatte, weil es halt kostenlos wurde, oder Free-to-Play. Aber ich persönlich war nicht so davon überzeugt. Ich suche zwar immer mal wieder was, was man so WoW-mäßig vergleichen kann, was man auch spielen kann. Aber bis jetzt für mich habe ich noch nichts Tolles gefunden, wo ich sagen muss, das ist es. Aber momentan ist, hatte ich ja auch schon gesagt, momentan ist auch nicht WoW, wo ich sagen muss, oh, das muss ich spielen bis zum Umfallen. Weil irgendwie, weiß nicht, es hat so den Pep für mich verloren. Das gewisse Etwas. Dann habe ich immer wieder gedacht, ja, The Burning Crusade, das waren noch Zeiten. Ich finde schon Server geguckt. Wie ihr seht, funktioniert das. Funktioniert auch sehr schön, sehr knackig. Von daher. Sehr schön. Einzige, was mir, ja gut, ist ein paar Abstriche musste ich halt machen. Gibt halt gewisse Sachen noch nicht, wie die Tierkämpfe, dann das Achievement-System gibt es noch nicht. Ja. Gut, was ich auch sehr gerne mache oder gemacht habe,
kenne die alten Raids, aber hier gibt es halt noch nicht so viele Raids, wo man sagen kann, da kann ich allein rein. Wie der geschmolzene Kern, das ist, ich glaube, gar nicht machbar mit 70 alleine. Mittlerweile geht man ja, geht ja da durch ohne irgendwas. Weil du bist ja so groß mit 110 oder 100 oder 90 damals oder 80. Dass er gar nichts gepult hat, dann konntest du die Busse nach und nach pullen und dir dann den Loot holen. Das war. Mit 80 war es manchmal ein bisschen schwierig, aber es war machbar. Dann mit 90 war das gar kein Problem mehr. 100, 110 jetzt. Ist das wie, als wenn man durchs erste Startgebiet läuft. Weil fast alles one-hittet man. Und ja. Und auch die anderen Raids oder so, das ist mit verbundenen Augen und einem Arm auf den Rücken, kann man da durchlaufen. Alles kein Problem. Da hatte ich dann letztens jemand getroffen im WoW, war wir im Schwarzen Tempel, weil er nicht wusste, wo das ist, habe ich ihm gezeigt. Und bin dann sind wir da durchgelaufen. Also was ist denn das für eine Ini? So, nee, das ist ein alter Raid. Für 25 Mann? Nee. Man haut die einfach so um. Fand ich lustig. Na ja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play WoW. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr verpasst, wir sehen uns. Auf Wiedersehen.